Hallo und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil 7. Ich habe den Controller in deiner Hand, der Grauton hat jetzt die Schüssel in der Hand. Und beim letzten Mal sind wir in der oberen Etage gewesen und haben den Arm abgeholt. Von der guten Evelyn. Was die Evelyn nicht so ganz toll fand, die wollte uns jedenfalls für das 4 Meter ein bisschen erschrecken. Ja. Und jetzt wollen wir mal schauen, was passiert. Denn der Lucas hat jetzt nämlich Zoe und Mia. Und wir mit uns. Das war vorher nicht so. Welcome to Paradise. Okay. Nur der Lucas scheint eine fette Party zu machen. Mit den beiden Mädels. Ja. Da wollen wir auch mitmachen und deswegen müssen wir jetzt wieder ins Haus zum Zerlegungsraum, wo das Schwein auf uns wartet. Wo wir nicht genau wissen, welches Schwein er meint. Vermutung ist der Kopf, denn wir haben den Kopf des Kopfs. Also wir denken zumindest, es ist der Kopf. Naja, Pig ist doch im Englischen Kopf. Keine Ach so. Beleidigung für. Ja, Christen. Stimmt. Hast recht. Oh Gott. Meinst du, es könnte sein, dass da unten wieder neue Molded auf uns warten? So, speichere ich nochmal hier. So. Alles klar. Ich werde testen, wie stark der Flammenwerfer auf die Viecher ist. Okay, es ist unglaublich dunkel. Früher waren hier mal Lichter an. Abendtisch? Ja, wollte gerade sagen. Achso, okay. So, da wir raten, die Tür ist wahrscheinlich wieder versperrt. Ich komme da nicht durch. Oh, doch, ja. Der Zerlegungsraum war ja der hier, oder nicht? Das ist der Zerlegungsraum, ja. Glaube ich. Oder war das, wo wir gegen Jack Baker gekämpft haben? Der Zerlegungsraum. Ach, Zerlegungsraum ist da, wo wir gegen den Vater gekämpft ja, haben. Ja, eben. Also müssen wir nochmal durch den Horrorraum. Assis. Warte mal, ist da was drunter? Ne, es ist der Fuß von der Wanne. Schon gut. Mann! Du scheiß Tür! Ey! Beste Tür der Welt. Man kann über so einen Zusammenschnitt machen, wie oft wir uns vor dieser blöden Tür erschrecken, zusammen zucken und da. Ah. Okay, es scheint noch nichts zu passieren. Aha. Hi! Ich war so ganz kurz so. Luftanhalt. Wissen Sie, dass Ihr Enkel Sie als Schwein bezeichnet? Ja, echt mal. Achso. Granny, wissen Sie, wir haben ja nichts persönlich gegen Sie, aber wir haben bereits Ihre Tochter bzw. Ihren Sohn getötet. Ich denke wahrscheinlich, Mr. Baker war wahrscheinlich Ihr Kind, oder? Ja, glaube ich auch. Also, wir haben bereits Ihren Sohn getötet und seine Frau. Wir würden als nächstes Ihren Enkel umbringen. Wenn Sie das nicht wollen, könnten Sie uns einfach sofort sagen, dass Sie Serum herbekommen. Und könnten selber mit ihrem Enkel reden, dass der uns Mia und Zoe gibt. Wie wär's damit? Deal? Ich hab das Gefühl, es ist nichts entspricht. Aber wie können. Teleportieren Sie sich eigentlich immer mit dem Stuhl oder was? Das wäre auch ganz schön gemein, so eine alte Teleportationslady zu finden. Sie bleiben hier, ne, Granny?
Ich schieb's auch gerne raus. Wirklich. Bye, Granny. Da ist sie schon weg. Na, offenbar scheinen sie uns jetzt nur einen Hypermold jetzt dann gleich zu geben. Vielleicht ein nächster Bosskampf. Guck mal, der Polizist ist nicht mehr da. Oho, oho, oho. An der Wand. Scheint blind zu sein. Ohne Kopf. Ja, bitte. Ich sehe nichts. Ich laufe hier überall gegen. Wir machen, glaube ich, ganz viele Wände kaputt. Oh Gott. Wow! Oh, shit! Aua, aua! Ja, es scheint ihm überhaupt nichts. Ich habe so das Gefühl, es bringt gar nichts. Ja. Alter! Alter! Mann! Okay. Das war fies. Highspeed molded. Ey, das mit den scheiß Control. Wow. Viel weniger molded. Diese Variante hat zwar nur geringe Gesundheit, aber läuft auf allen Vieren schnell und wendig. Wenn die Kreatur innehält, sollten sie sie nicht lange zögern und schnell abdrücken. Okay. Ja. Ja, ja. Diesmal nicht, Tür. Diesmal nicht. So, hi Granny, bye Granny. Hi, ja, ich, ey, Hilfe! Okay, geringe Gesundheit. Oh ja. Haha, Bitch! Bist du? Ja. Ich sterbe gerade noch. Stirb schneller! Okay. That was a fierce surprise. And I have the feeling there will coming many more fiese surprise. So. Wir halten auf jeden Fall schon mal fest, es sind nicht 13, die 13 geturnten. Ja, es sind mehr. Laut der Karte ist das der Erzählungsraum. Hi! Hi! Nee, halt. Auf. Und schnell fliehen. Proof you are. Zeig, dass du ein echter Mann bist. Steck deine Hand in den Rachen des Schweins. Ah, no! Oh, das kann man unten noch machen. Man kann es beim Bein, man kann seinen Oberkörper, man kann ihn rachen. Das ist bestimmt eine Falle, so von wegen, das mache ich bestimmt nicht, machst du hier, nimmst du tot. Ja. Oder irgendwas Böses ist. Was passiert beim Bein? Tonschau muss eingesetzt haben, seine Gelenke sind schon. Achso. Mal so, eigentlich sterben die Moldet ja, wenn ihr Kopf. Soll ich jetzt mal hier X drücken oder soll ich da X drücken? Dann scheint es sicher Gestank. Fängt schon an zu verwesen. Okay, dann müssen wir hier. Ist noch irgendwas hier? Ach. Wir passen gerade genau durch die Wirbelsäule durch. Ja. Ich weiß nicht, wie wir das machen. Ja. Der Schlangenschlüssel. That pretty little thing will help you find the two key cards you're gonna need to join the party, we're having over here. You gotta earn your way, Ethan. Alles klar.
Lass auf! Ja, ja. Geringe Gesundheit. Das sind auch die, die schnell, das sind kriechende Kleine. Ja. Und bei denen kann man wirklich mal, wirklich mal probieren, vorbeizulaufen und von hinten in den Kopf zu stechen. Ja. Geblockt. Aber ist mal eine gute Frage zu stellen, ne? Ja, ich würde an ihm vorbeigehen und dann von hinten einfach. Ja. Naja, gelb. Geht noch. Gut, also bei den kleinen, langsam kriechenden einfach mit dem Messer. Ja. Ja, ich glaube, wirklich noch einfach ist, wenn du dann über sie rüberläufst und dann von hinten einfach. Ja. Hier war eins der Bosskampf gegen Mr. Baker. Das heißt, wir können die Tür von Granny aufmachen und im Keller die andere Tür. Ja? Ja. Zwei Gänge, zwei Keycards bietet sich an. Ja. Und wir können hier drin lang. Ja. Das liegt ja auch nicht rum. Na gut. Sein, oder? Na, das ist der andere Weg. Ja. Dass man wieder nach oben kommt, schneller. Liegt da noch ein Kraut? Hm? Nee, war nur ein grüner Korb. Nicht alles grün ist ein Kraut. Schade. Alter, Mann, du Misti! Okay, locken. Okay, jetzt ist dein Feuersilf. Au. Gehen das Mistvieh. Und so schön verballert man seine gesamte Pistolenmunition. Wir haben gerade noch 49. Aber noch 16. Ja. Zweite Schlangentür, einmal Granny. Na, wir haben einmal. So. Ja, einmal das Kinderzimmer dort. Ah, und Schlafzimmer der Eltern. Und Schlafzimmer Abstellraum. Und jetzt war gar nicht Granny-Raum. Kinderzimmer was. Auf jeden Fall eine Etage höher und dann haben wir den einen Raum, einmal so und einmal das dann. Schlafzimmer der Eltern und Abstellraum. Und in beiden Zimmern würde jeweils irgendwas auf uns lauern, plus wir werden eine Keycard jeweils bekommen. So, haben noch Pistolenmunition, den können wir mitnehmen. 23 Schuss. Ich meine, wir können ja auch mal ein bisschen verbesserte Pistolenmunition herstellen. Wir haben gerade sehr viel starke flüssige Chemikalie. Oder? Was meinst du noch? Aber wollen wir das nicht später lieber für Granatwerfermunition benutzen? Ja. Ja. Höchstens. Eigentlich kommen wir auch gerade mit zwei Heiltonikum aus, oder? Oder doch lieber ein drittes herstellen? Ich würde ein drittes herstellen. Zumal wir immer noch gelb sind und nicht grün. Oder kann ich die Kräuter einfach so benutzen? Würde ich die drin lassen. Gelb ist ja erstmal okay und alles, was wir in der Hinterhand haben. Die Kräuter jetzt dabei haben? Nee, in die Kiste wieder. Achso. Gut. Ja, ein Flammenwerfer ist halt echt gerade die Frage. Bringt der jetzt noch was? Ja,
Also gegen die Schnellen nicht. Ich glaube nicht, dass der was bringt noch. Also gegen die Schnellen bringt er anscheinend nichts. Zumindest nicht wirklich. Verändertes Speicherbild. Ist halt die Frage, ob er gegen die normalen Mörder was bringt. Die auf zwei Beinen stehenden. Das kann nicht sein, dass der jetzt einfach wirklich nur für den Granny-Abschnitt war. Granny. Ja, doch. Schauen wir mal. Soll ich verbrennen? Hi. Probieren wir es aus. Rechnet man halt einfach nicht, dass das klappt, ne? Man denkt so blocken, ja, okay, ein bisschen Schaden abfangen, aber dass man so Krallen hier auf einen zukommt, einfach so blocken kann, ja. Okay, gut. Aber und verbraucht ganz... Egal. Gegen die langsam durchaus. Eine gute Waffe. So. Welches Zimmer soll es zuerst sein? Kinderzimmer oder Elternzimmer? Wenn wir schon hier sind. Nehmen wir das Elternzimmer zuerst. Hallo? Hi. Tut uns leid, dass wir Ihre... Und guck, ein Jugendfoto. Mir gekillt haben. Mit einer schwarzen Katze. Na? Wie geht's? Du bist aber schnell nach oben gekommen, wa? Beachtlich. Für das Alter. Sehr gut. Dann ist Stoff, okay. Das Spiel würde uns sagen, diese Waffe ist noch nicht abgeschrieben. Ja. Dieselbe Zeit wie alle anderen Uhren. Okay. Welche Uhr zeigt denn die? Mal. Ja, ja. Naja, das ist ja hier der Bedroom, wo man in hier verbotenes Bildmaterial, wo man da gefesselt ist, als der Kameramann Clancy. Dietrich. Und dann entkommen muss vor Margaret. Okay. Da muss man ja total das komplexe Rätsel lösen und sie kommt immer wieder in den Raum und du musst dann immer so tun, als wäre alles wie vorher. Okay. Damit sie es nicht merkt. Du musst aber Stück für Stück das Rätsel lösen. Okay. Es ist wohl wirklich ein 50-minütiges Rätsel. Das ist ein optionaler Raum. Krass. Sitzt hier vor dem Bild von dem jungen Mr. Baker. Jack, ja. Ja. Jack tritt dem Marines bei. Ui, der war bei Marines. 1980. Flintmuni. Das gefällt mir sehr. Trotzdem hätte ich lieber die ganzen Ressourcen aus dem Margaret House nochmal gerne. Da waren sehr viel mehr als jetzt hier. Auf jeden Fall nochmal bestätigt, dass sie die Mama von Jack ist. Das ist ein tolles Bild, oder? Ja. Da, also sowas, weißt du, sowas sehe ich auf dem Flohmarkt und würde mir sofort denken, das passt super in mein Schlafzimmer. Das ist es. Das ist super. Okay, also alle Uhren. Naja, wie die Opa-Standuhr. Ja. Backpack. Schraub. Hä? Nix? Dieses komische Schleimgeräusch war die ganze Zeit doch. Achso, waren die Maden oder was? Schatzfoto! Wo ist das? Sah nach Keller aus. Könnte sein. Jawoll! Guck mal! Wir tragen können. Sieht wie ein Plan für eine Waffe aus. Was?
Yes, Mover? Maschinengewehr? Maschinenpistole. Das ist der... Hä? Da haben wir doch den Nee, das ist der Plan von dem Granatwerfer. Das ist der Granatwerfer. Ah. Granatwerfer gibt's dort im Krähen-Dings. Na gut. Das wussten wir. Aber vielleicht nochmal nachgucken. Vielleicht gibt's jetzt da irgendwas extra nochmal? Ja, ist wahrscheinlich einfach nur, wenn du ihn bis hier noch nicht geholt hast. Nochmal so als Hinweis, ey. Ja, ich will trotzdem nochmal kurz nachgucken. Hä? Mehr ist hier gar nicht. Okay. Nicht mal noch eine antike Münze? Okay. Okay. Dann mal kurz schauen. Wie ist denn die Uhrzeit von allen Uhren? Viertel nach 10, okay. Wir stören noch mal ganz kurz. Und X. Ah. Lassen Sie sich nicht stören. Genau, wir schauen nun mal nach, ne? Geht's denn jetzt hier runter? In die Werkstatt? Noch nicht. Irgendwo, wo wir wieder rauskommen, auf jeden Fall. Das ist jetzt fies. Hallo? Mein Hirn funktioniert nicht mehr. Ich habe nur gerade den Timer abgeschaltet, oder nicht? Ja. Oh, okay. Ja, ja, das geht, glaube ich, in die Werkstatt. Weil, guck mal, wie tief runter es jetzt schon geht. Was wird um diese Ecke auf uns lauern? Keine Ahnung. Ich würde schätzen, irgendwas Böses, was versucht uns zu töten. Wahrscheinlich. Dann wahrscheinlich eine Keycard von den zwei, die wir besorgen sollen. Ja. Und ja, wenn wir die dann haben, müssen wir dann noch ins Kinderzimmer oben und dann die zweite Keycard holen. Und wahrscheinlich noch irgendwas Böses töten, was uns töten möchte. Gut. Und dann müssen wir Zoe und Mia retten. Yay. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Euer The Ramen. Und euer Gauton. Ciao.